Zu viel Lob stresst deinen Hund. Warum positives Hundetraining auch voll nach hinten losgehen kann. Ich möchte dir heute mal wieder etwas zeigen und erklären, wo du vielleicht darauf achten solltest, wenn du einen gestressten Hund hast. Positives Hundetraining, was bedeutet das eigentlich? Ich bin ein absoluter Freund davon, mit seinen Hunden positiv zu arbeiten, aber auch natürlich Grenzen zu setzen und für Ruhe zu sorgen. Warum? Weil es halt sehr viele Hunde gibt, die rein genetisch, also rein vom Charakter dann auch her, richtig abgehen können und das kann nachher im Alltag echt blöd sein. Nichtsdestotrotz bin ich ein Freund von positiven Hundetraining. Das bedeutet, den Hund über Motivation, über eine gute Stimmung, über positive Grundhaltungen etwas beizubringen. Als Beispiel Rückruf, Aufmerksamkeit, Sitz, Bleib, benimm dich bei Menschen. Kann ich alles mit Motivation machen. Das bedeutet, der Hund ist vielleicht motiviert über Futter. Der Hund ist vielleicht motiviert über soziales Streicheln oder über nette Worte. Der Hund ist motiviert über Freilauf, über Schnüffeln. Das ist erstmal vollkommen egal. Es nennt man bedürfnisorientiertes Belohnen halt über die Motivation, die der Hund mitbringt. Finde ich total gut. Das bedeutet halt, ich arbeite mit Stimmung. Hey, cool, lustig, der hat schön offene Augen, der hechelt, der freut sich, die Rute wackelt schön, der hüpft und so weiter und so fort. Am Ende ist das positiv. Aber, und das ist jetzt das große Aber, am Ende ist das alles erstmal nur Stress. Okay? Ja, es ist positiver Stress, aber es ist Stress. Wir haben nämlich gerade wieder einen Fall hier, deswegen drehen wir dieses Video jetzt auch, wo genau das passiert ist. Dieser Hund bringt vom Typus her schon viel Energie und gute Laune mit und wurde dann fast das erste Jahr lang rein über dieser Philosophie trainiert. Und wenn irgendwas nicht geklappt hat so richtig, wurde immer wieder geraten, du musst noch mehr, du brauchst noch mehr Stimmung, du musst noch mehr Goodies und noch mehr Power reinstecken. Und das Endergebnis ist ein gestresster Hund, der Strategien entwickelt, dass irgendetwas Neues ist, bellen, im Auto nicht mehr zur Ruhe kommt, an fremden Orten nur noch so rumrennen. Wenn du etwas sagst, er führt es aus wieder hoch. Total gestresst. Und das ist am Ende, aus meiner Perspektive, eben nicht mehr positiv, sondern jetzt haben wir einfach ein negatives Ende. So, warum? Weil dieser Hund jetzt überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommen kann. Und das finde ich am Ende nicht mehr gut. Das heißt, hier muss man jetzt aufpassen, dass man alles, was man vorher aufgebaut hat, einfach mal hinterfragt und jetzt ein bisschen ruhiger wird. Das bedeutet, da waren Ratschläge, so wie zum Beispiel die Autosituation ein bisschen verbessert wurde, hör mal auf mit Reden. Hör mal auf damit. Lass das mal. Lobe ihn doch mal leise. Und nicht, das hast du aber fein gemacht, mein kleiner Pfiffi. Ding, 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 ding. Nein, sondern hey, super. Ja, ich will doch, dass wir bei der Motivation bleiben. Ich will doch auch, dass alles eine positive Stimmung ist. Wenn aber das hier das Endergebnis ist, muss ich zurückrudern und muss einfach sagen, hey Kumpel, es reicht jetzt. Es reicht. Wir müssen dir wieder helfen. Das ist das, was du verstehen musst. Hinterfrag dich einfach mal, ob du einen erwartungsvollen Hund hast, der die ganze Zeit in einer positiven Erwartung ist und nur noch so durch die Gegend rennt und überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommen kann. Dann überdenke genau das hier, ob dieses positive Hundetraining für dich jetzt Sinn macht. Ganz wichtig, das ist kein Angriff gegen positives Hundetraining, sondern es ist ein Angriff, wenn man positives Hundetraining falsch interpretiert und einfach nur das hier aufbaut. www.hundetrainer-stiefkeil.de, wir helfen dir aus dieser Spirale wieder raus. Melde dich bei uns. Vielen Dank für das, dass du reingeschaltet hast hier heute und wir sehen uns zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.